So, und weiter geht's. Wir sind gerade im Level... Ja, okay, kann man jetzt leider nicht sehen, aber es müsste Kletterpartie sein, glaube ich. Ja, genau, bei den Friedfällen. Denn hier erwartet uns die, ich denke mal, zeitaufwendigste Trophäe, die wir jetzt noch levelbezogen machen können. Das Schöne ist natürlich, wir haben einfach mal gar keinen Stress, ne? Also wir müssen hier keine Zeit machen, müssen nicht alle Kisten sammeln, müssen hier einfach nichts machen. Wir dürfen sogar sterben, ist das nicht toll? Ja, wir müssen im Endeffekt eigentlich nur... Genau. Hier... Wir gehen nämlich verschiedenen Torbögen. Ich habe mir jetzt kein Video dazu angeguckt, muss ich sagen. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, jetzt was anderes erwartet. So eine Scheiße. Was ich hier eigentlich machen sollte. Hilfe. Ja, ich bin in den Tod gesprungen, ist egal. Okay, weil hier ist nämlich der erste Torbogen. Weil ich habe gedacht schon... War da nicht schon einer? Alter, ich werde wahnsinnig. Das ist so schlecht. Was ist dein Problem? Crash. Das ist doch nicht zu fassen. Nee. So, gut, danke schön. Nummer 1. Es gibt auf jeden Fall 4 Torbögen, genau. Und die muss ich eigentlich nur alle einmal anballern. Und dann müsste ich eigentlich Trophäe bekommen, wie macht mal Krach. Ich habe das gar nicht gesehen, dass es diese Torbögen gibt. Ich dachte eigentlich, es sind diese Gegnergemeinden. Also ich habe ja schon gedacht, ja, vielleicht muss man da irgendwie an die Gegner, die halt auch immer gegen so einen Gong schlagen, mit ihrem Hämmerchen, dass man die irgendwie angreifen muss. Aber nee. Offensichtlich ist es einfach, es ist wirklich nur die Torbögen. Total gediegen. Genau, die meinte ich hier. Ich weiß aber nicht mal, ob ich da hinkomme, um ehrlich zu sein. Aber ist auch uninteressant. Zack. Ha. Okay, hier ist kein Gong dran. Ich habe ihr verstanden. So. Hau ab. Achso, ja, okay. Machst du jetzt hier noch was, oder ist das Kunst? Wunderbar. Okay, das war ganz schön knapp, muss ich sagen. Ja, eigentlich ein ziemlich bekanntes Level, ne, weil... Ihr wisst, was hier los war, ne? Blauer Edelstein und so, keine Kiste einsammeln. War geil! Nicht. Sind das nicht 2 Drachen gewesen? Irgendwie habe ich immer so im Kopf gehabt. Hilfe! So. Sind wir gleich schon am Ende? So, Nummer 3. Ich weiß nicht, ob das da hinten der letzte vielleicht schon ist, oder? Keine Ahnung. Ja! Siehste, ein absoluter Hammer, genau. Und genau, die Beschreibung war, mach mal Krach. Ja, geil! Haben wir das Level also schon mal geschafft? Oder die Trophäe schon mal geholt von den 3, die wir haben wollen? Die nächste Trophäe befindet sich in dem Level aus dem Gleichgewicht, direkt zu Beginn. Also ich habe wirklich nur Beschreibung gelesen. Ich hoffe mal, ich habe das alles richtig gedeutet. Weil gerade habe ich das ja schon ein bisschen anders gedeutet, als ich vermutet hatte. Egal. Also die Trophäen selbst, ne, nur für die Leute, die es nicht wissen, das hat nichts mit dem Spiel direkt zu tun. Also ich schalte jetzt keine Prozente im Spiel oder sonst irgendwas frei. So, das sind eigentlich Achievements, ne? Globale Achievements, die man jetzt dann, wo ich jetzt quasi auf meinem PSN-Account habe. Wo jeder sehen kann, was für ein toller Kerl ich bin und wie ich einfach mal kein Leben habe, weil ich so viel Zeit mit Videospielen verbringe. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ging das hier? Einfach so. Da! Das war's, genau. Fallobst, genau. Irgendwie das Geheimnis der Irgendwas-Beere muss ich herausfinden. Das ist vielleicht das, was der Entropy gemacht hat, ne? Weil da war ich ja auch in so einer Welt. Das war's. Gut, okay, dann sind wir hiermit auch schon fertig. Nun zum letzten Level. Nämlich, wir müssen... Ich glaube, Roadtrip war, glaube ich, richtig. Ja. Das war schon richtig, bestimmt. Das war eine Trophäe, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Oder zumindest angerissen habe, verbal. Nämlich, irgendwie mach an einem ungewöhnlichen Ort Musik oder sowas. Und da habe ich mich schon damals, ne? Schon damals, als das erste Mal im Level war, habe ich mich gefragt... Warum kannst du hier irgendwie die Mülltonnen andrehen? Und habe ich mich kurze Zeit später gesehen, dass es dafür irgendwie eine Trophäe zu geben scheint, ne? Aber ich habe das irgendwie nie richtig gemacht, keine Ahnung. Jetzt weiß ich aber, wie es geht. Wobei, eigentlich auch nicht genau. Weil es gibt ja auf jeden Fall mehrere Tonnen, womit man Musik machen kann. Es sind, glaube ich, die 3 hier. So, dann müssen wir jetzt einmal bis zum Bonuslevel tatsächlich zocken. Dann rennen wir hier einfach durch. Zack, zack.
Hilfe! So, danke schön. So, zack, zack. Wo ist das Bonuslevel? Ach, leck mich doch am Arsch. Da vorne wäre ein Checkpoint gewesen, du Affenarsch. Mach das nochmal. Vielleicht muss das ja auch wirklich in einem Checkpoint passieren oder in einem Durchlauf, weil irgendwie muss ich die fast gedönsten Kirchen speichern, keine Ahnung. Uiuiui. Okay. Alles cool, alles cool. Okay, ich springe mal direkt in die Richtung. Wo ist das Bonuslevel? Lalalalalala. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich schwöre, ich weiß es wirklich nicht. So, zack, zack. Nein! 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 So. Bitte. Das ist aber gespeichert mit den drei Mülltonnen hier, die ich hier musikalisch, ne, gemacht habe. Das ist aber auch schlecht, was ich immer treibe, ne? Also manchmal ist gut. Ist sehr oft schlecht, was ich treibe. So, genau, hier sind nochmal ein paar Tonnen. Ja, ja, Schrottplatzmucke, genau. So, jetzt haben wir dich auch. Sehr schön, okay. Jetzt haben wir auch noch die drei Sachen geholt. Das Einzige, was ich jetzt also in dem Durchgang jetzt noch wirklich, wirklich, wirklich holen möchte, ist der letzte Edelstein. Herrgott, kann nicht so schwer sein. Drei Kisten haben wir letztes Mal gefehlt. Mal gucken, ob ich sie diesmal finden werde. Das Problem ist, ich habe nicht mal den Hauch eines Hinweises, wo die sein könnten. Wobei, doch. Eigentlich schon. Es gab eine Stelle, da bin ich sogar teilweise hingesprungen und habe mir gedacht, nee, da wird doch bestimmt nichts sein. So gemein ist das Spiel schon nicht. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, okay, hier war auf jeden Fall nichts. Muss vielleicht mal ein bisschen langsamer durch das Level gehen. Das Level schreiten. Weil, wer weiß, wann ich alles übersehen habe. Es kann nur ein Bereich gewesen sein, wie beispielsweise den jetzt hier rechts, ne? Und es gibt in dem Level relativ viele von solchen Bereichen. Also gefühlt auf jeden Fall. Eins drunter, hinter. Irgendwas. Im Sand ist auch nichts. Du läufst hier sowieso im Sande. Hier geht kaputt, hier geht kaputt. Wenn ich auch gestorben habe, nach irgendeinem Checkpoint irgendwas einfach vergessen kaputt zu machen. Das kann ja auch sein. Ist ja eigentlich auch mittlerweile bei mir schon fast als Klassiker zu bezeichnen, zu verhalten. Da ist nix. Da ist nix. Ich habe aber das Gefühl, es muss ich jetzt gerade in den ersten Leveln um einiges besser. Ich habe gerade Schwarzbild, deswegen gehe ich mal kurz in die Pause. Um einiges besser umschauen kann als in den späteren Leveln. Aber es kann auch nur Einbildung sein. Andererseits denke ich aber auch, dass es vielleicht hier auch viel notwendiger ist als in anderen Leveln. Genau, jemand hat von euch noch gefragt gehabt, hier von wegen, Dennis, ich will mein Spiel auch holen, aber das Schwarzbild. Ist das nur bei dir der Fall oder ist das ein Problem des Spiels? Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das Spiel hat damit wirklich nichts zu tun. Und zwar gar nie nichts. Es ist komplett einfach nur mein eigenes Problem. Oben ist irgendwie nichts noch, ne? Das Böse, man kann ja noch nicht reingucken, ne? Was mich aber auch wundert, ich müsste doch eigentlich irgendwie mal so einen versteckten Edelstein mal gefunden haben, ne? Den habe ich auch schon mal offensichtlich irgendwann mal gefunden. Aber die Frage ist, wo? Die zweite Frage ist, waren da Kisten, wo ich den gefunden habe? Ich weiß es nicht. Ich hätte mir merken sollen, wie viele Kisten ich zu welchem Zeitpunkt hatte, ne? Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Super, hervorragend funktioniert. Okay, ich komme da nicht drauf. Ich würde eigentlich auf die obere Kiste draufspringen. Was ich halt auch so fies finde, sind halt solche Sachen, die halt komplett verdeckt einfach sind, ne? Also wie gerade der Kistenbereich zum Beispiel. So. Ich war nämlich ziemlich genau hier jetzt. Nee, da ist nichts. Da ist nichts, okay. Das war jetzt so eine Vermutung von mir. Ärgerlich. Ist halt so. Sind beide kaputt, dankeschön. Irgendwo müssen noch drei Kisten sein, verdammt.
komme ja gar nicht hin hier. So. Guck mal, spring ich auch nur einfach irgendwie dagegen. Ich forsche es hier. Ein verpacktes Ding liegt. Ach nein, der Edelstein ist doch das mit dem Ausrufezeichen-Kästchen, ich Idiot. Natürlich. Da habe ich irgendwo anders übersehen. Aber wow. Also bei der Rutschpassage kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Da habe ich glaube ich alles bekommen. Boah, sind Kisten, die halt wirklich richtig beschissen zu sehen sind. Kann ja auch sein. Will ich ja auch nicht ausschließen. So, so. Upp. Bio ist für mich Abfall. So. Ja, komm, nehmen wir erstmal einen Checkpoint, bevor ich wieder Scheiße baue. Da vielleicht irgendwas. Irgendwas. Man kann sich hier jetzt noch ganz geil umgucken, ne? Ist ja hier mal so. Das ist eigentlich sehr geradlinig, ne? Nun gut. Ich habe leider noch keine Idee. Tot. Pjungs. Komm, mach's bitte. Richtig. Genau. Ist nichts. Nichts. Auch nichts sein, genau. Überhaupt nicht, leider. Okay. Machen wir es so. Ja, da geht auch wieder alles kaputt, ne? Zonk! War sowas von. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall Hintergrund zu erkennen. Hier wäre ich auch alle kaputt gemacht haben. Das wäre. Gut, ich würde sagen, wäre schön, wenn ich das nicht getan hätte, aber andererseits. Ausschließen würde ich es auch nicht. Okay. Ist dahinter noch was? Oder irgendwie. Nee, auch nicht. Das sind nur ganz normale böse Nitro-Kisten. Fuings. Fuings. Das wundert mich hier, dass hier nichts ist, dass es hier einfach mal eine Plattform ist, die einfach da ist, ne? Ich habe damals zwar den roten Edelstein nicht nochmal betreten, aber dann hätte mir auch deutlich mehr als 3 Kisten gefehlt. Egal. Adlerauge mal schweifen lassen. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Okay. Und das ist auch egal, ob jetzt links, rechts, ne? Völlig uninteressant. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Naja, eigentlich schon, aber... Muss nicht jeder wissen. Och, komm, Schwarzbild. Jetzt mal gestohlen bleiben. Kriegt ihr was gebrochen? So, ich. Was hat mir denn hier gefehlt? Was hat mir denn hier gefehlt? Ich euch drei nochmal... Okay, hier sind 4 Kisten. Schade. Ja, super. Okay, hier habe ich auch schon gesagt, da wird es nichts geben. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier am letzten Moped verkacke, ne? Das würde mich echt nerven, würde ich sagen. Das würde mich richtig nerven. Das hier jetzt nicht hinbekommen, alles zu holen. Richtig, mal bitte einfach schnell. Da ist auch nichts zwischen, ne? Keine Chance. Jetzt hier aus. Es kann auch einfach irgendwas sein, ne, wo irgendwie links an so einem Abgrund entlang einfach 3 Kisten übereinander gestapelt sind. Ne? Mehr muss das ja nicht sein. Aber da habe ich mich auch gerade was Interessantes gesehen. Ich mache jetzt hier einmal Knick-Knack. So, fupp. Die Wege brauche ich. Also nehmen wir die beiden weg. Ich bin auch schon mal rüber.
Aktimalisiert! Es war wahrscheinlich nicht notwendig, dass ich jetzt hier alles hier kaputt gemacht habe. Aber ist auch egal. Zack, 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 zack. Moin. Ach, so. Warum fehlen mir noch zwei Kisten? Kann ich mal sehen. Warum fehlen mir noch zwei Kisten? Bin ich doof? Hä? Entschuldigung. Was habe ich jetzt hier verpasst? Entschuldigung, ich hab's gerade nicht. Bin ich doof? Ups. Was habe ich jetzt gerade? Hä? Es tut mir echt leid. Irgendwas habe ich jetzt total verballert. Kann das sein? Was hat mir denn jetzt gerade noch für eine Kiste gefehlt? Wir sind klar. Ach, da war nur eine. Guck mal. Super. Alles umsonst kaputt gemacht. So, damit du jetzt auch nicht mehr 5 mehr aushältst. Wir beide nicht. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wenn ich wiederkomme, ist sie nach einem Sprung tot. Ja, die Kiste stirbt. Genau. Habe ich doch gesagt. Dip, dip. Dip, du. So, das Sprüngchen schaffen. So, sauber geht doch. 24 Kisten. Ja, ich glaube, ich habe jetzt einen mehr als vorher, aber ich kann mich da auch täuschen. So, ich ziehe das Level jetzt so durch, obwohl wir jetzt schon bei 17 Minuten sind. Ist mir egal. Entweder wird jetzt was oder nicht. Das ist auch so eine verdächtige Stelle. Ich weiß auch nicht. Das ist mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Ab. Ah, guck mal, da, das links da zum Beispiel, das könnte sein, dass ich das einfach mal nicht geholt habe, ne? Weil ich, keine Ahnung, abgelenkt war. Boah, ich dachte schon, das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn ich es einfach geschafft hätte. Achso, da kann ich so runterfallen. Kann ja gar nicht runterfallen. Ist ja langweilig. Komm ab! So, jetzt hier nämlich einfach... Das kann wirklich sein. Egal, ich habe einen Checkpoint, das ist egal. Motherfucker. Ich glaube, ich hab's gefunden. Und zwar hier. Diese drei Kisten habe ich nicht geholt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, muss ich gerade sagen, weil, es ist absolut plausibel, ne? Nach dem Checkpoint muss ich natürlich wiederholen. Ich bin gestorben. Durch die Plattform, die mich getötet hat, irgendwie. Also nicht nur irgendwie, sondern die hat mich sogar ziemlich geil getötet, muss ich sagen. Die vollkommen gerechtfertigt auch der Tod. Jetzt alles. Okay, dann kommt jetzt gleich so der nächste Checkpoint. Oh, mein Fuß schläft ein. Uncool, uncool. So. Also ich bin mir jetzt so sicher, dass ich jetzt schon fast leichtsichtig nicht werde. Ich weiß nicht, was für eine gute Idee ist. Egal. Machen wir. Machen wir. Zack, zack, zack. Wunderbar. Zack. Flup, flup. Nein! Ach! Ich bin so dumm. Das ist wieder Reihenfolge des Knopfdrückens. Nicht meine Stärke offensichtlich. So, so. So, so. So, so. Dann jetzt nochmal. Nein! Was mache ich denn da? Ich bin aber auch ein Vollidiot. Warum kriege ich das motorisch nicht auf Kette? Ich bin so ein erfahrener, gottverdammter Videospieler. Ich muss das doch können. Mann. Nerv ich mich selbst gerade mit meiner Unfähigkeit. Das ist wirklich einfach Überforderung meines Gehirns. Und meiner motorischen Fähigkeit. So. So, ganz gut. So. So, geht doch. Meine Fresse. War das jetzt so schwer? Ach ja.
bisschen Versagen zum Ende hin ist doch auch noch mal was, ne? Es ist unscheinbar, das ist wahrscheinlich. Das sind die letzten 5 bis 10 Minuten. Jetzt geht mir hier auf den Sack. Jetzt gibt ihr mir auch noch hier ein Schwarzbild. Ja, super. Ich hab's mit einem kleinen Bildchen versucht, es hat nicht funktioniert. Ich krieg das echt ohne Scheiß nicht hin, ne? Man muss sich bücken. Springen, L2 und dann wieder springen. Weil das Problem ist, ich drück irgendwie immer mein Zeigefinger, drückt immer zweimal R2. Ich krieg das mit meinem Gehirn nicht verarbeitet. Diese Informationsflut. Also ich hoffe, ihr versteht so einigermaßen, was ich euch sagen möchte. Das ist kein Problem, ne? Das, genau das! Ich krieg's nicht hin! Ich kann es ohne Scheiß nicht. Es geht auch anders. Ich kann einfach raus, wahrscheinlich dann hochspringen, dann rüber. Aber das muss doch möglich sein mit meinem Gehirn. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich hab's ja schon mal geschafft. Als ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, habe ich es geschafft. Okay. Bin zu langsam. So, danke. Alle mal. Ja, ja, da ist es. Da ist das Ding. Hier will ich meine Trophäe haben. Klunkerkönig, weil alle Edelsteine gesammelt. So, leck mich, leck mich, leck mich. Oh Gott, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Mit einem relativ langen Part, ne? 21 Minuten zum Ende nochmal. Oh, nicht schlecht. Ja, das war's. Also, das war's noch nicht ganz. Aber das war's mit dem zweiten Teil von Let's Play Crash Bandicoot 4. Nachdem wir jetzt erstmal das Spiel einmal komplett durchgeballert haben und jetzt im zweiten Schritt alle Relikte geholt haben, in irgendeinem Wert, es ist egal, ob Gold, Platin oder einfach nur Saphir, und alle verbleibenden Edelsteine, werde ich mich jetzt, also nicht jetzt gleich im Anschluss direkt, sondern grundsätzlich daran wagen, so wie ich die ganzen Relikte und Edelsteine jetzt geholt habe, von hinten nach vorne jeweils das Platin-Relikt und das perfekte Relikt eines jeden Levels zu holen. Ich gehe davon aus, bis ich das nächste Mal das hier aufnehmen werde, also sprich, wenn wir uns dann beim dritten Teil wiedersehen, wenn es um die inventierten Level geht und um vielleicht nochmal ein paar Trophäen, werde ich wahrscheinlich oder hoffentlich zumindest das ein oder andere Relikt schon geholt haben. Ne? Ich bin gespannt, wie weit ich komme, bis ich mit Crash 4 weitermache. Ich bin mir jetzt auch noch nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall ab morgen wieder ein neues Projekt kommen. Deswegen erstmal bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen nach 175 Parts. Keine Ahnung, wie weit Lennart jetzt schon geht. Nein, ab morgen wird es auf jeden Fall wieder ein PlayStation 1 Spiel geben. Ich weiß noch nicht genau, welches. Ne? Also es wird auf jeden Fall etwas Gediegeneres werden. Etwas nicht allzu Langes. Also kein Tomb Raider. Ne? Und ich überlege mir sogar, ob ich nicht zwei Projekte vorher machen soll, bevor es mit Crash weitergeht. Weil ich zum einen natürlich die Möglichkeit habe, noch ein bisschen vielleicht offscreen was zu erledigen, was ich vielleicht erledigen möchte. Und zum anderen ganz einfach, ich brauche die Entspannung. Oder ich brauche ein bisschen Abstand von Crash. Aber überlegt mal, seit Oktober zocke ich das. Und im Endeffekt, jetzt geht's eigentlich erst richtig los, ne? Was euch im dritten Teil von Crash Bandicoot erwartet, wird wahrscheinlich der langweiligste Teil, könnte ich mir fast vorstellen werden. Weil klar, bei den ersten 100 Parts habt ihr halt gesehen, ne, wie ich das Spiel kennengelernt habe. Ihr kennt das Spiel vielleicht noch nicht. In den zweiten 100 Parts ging es um die Challenge. Oder bei den zweiten 75 Parts, weiß nicht, wo wir jetzt sind. Geht es um die Challenge, alle restlichen Edelsteine zu holen und dazu halt noch die Relikte. Ja, und als nächstes möchte ich eigentlich nur die Level im Invertiert-Modus spielen. Also das Spiel also quasi nochmal durchspielen, nur halt im Invertiert-Modus. Ob ich das jetzt von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne mache, das weiß ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, ich mache es von vorne nach hinten. Werde dann auch versuchen, immer möglichst viele Edelsteine noch zu holen. Das wird aber nicht mal der schnellste Durchgang werden. Weil ich habe da keinen Stress, zum einen was Zeitrelikte betrifft, ich habe da keinen Stress, was Videobänder betrifft. Das haben wir gar keinen Stress. Also ich werde jedes Level einmal spielen und da werden wir jetzt nicht allzu lange beschäftigt sein. Wenn wir das alles geschafft haben irgendwann, ne? Dann, und ich dann noch offscreen soweit bin, bis ich nur noch ein Relikt brauche, also jeweils ein perfektes und ein Platin-Relikt, was wahrscheinlich eines der ersten Level werden wird, dann sehen wir uns dann zum kleinen vierten Teil nochmal wieder. In Demo nehme ich die restlichen Sachen, die uns noch fehlen, damit wir dann gemeinsam die Platin-Trophäe bekommen können. Wenn ich das schaffen sollte, natürlich. Egal. Gut, ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Vielen, vielen Dank auch für eure Treue und für euer Durchhaltevermögen nach dieser riesigen Anzahl an Parts. Und ja, wie gesagt, was es jetzt ab morgen geben wird, das weiß ich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Wir haben heute den 23.12.
Es wird auf jeden Fall meine Heiligabendaufnahme werden. Das heißt, ich muss gleich nochmal ein bisschen meine Spielregale wälzen und mir dann schon mal Gedanken machen, was es denn dann, ja, was ich dann morgen aufnehmen werde. Gut, ja, euch dann noch. Wie gesagt, schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer. Dann sieht man sich vielleicht bei morgen schon beim nächsten Projekt wieder. Spätestens dann aber vermutlich, wenn es dann mit Crash 4 in die invertierte Level dann reingeht. Also, bis dahin. Tschüss.